Hallo und herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben den Tag der Tage. Wir dürfen heute wieder eine Zeremonie abhalten. Ne, so hier kirchliche Gedöns und so. Unsere Kirche ist ja jetzt auch schon aufgestiegen. Also, ja, da haben wir halt die Punkte erreicht, die wir bräuchten. Wir werden es jetzt aber noch nicht upgraden. Das ist, glaube ich, einfach too much. Da müssen wir dann zu viele Sachen hinterher machen. Und deswegen, ja, genau. Ich gucke mich mal schnell um. Okay, rote Punkte, ewig viele rote Punkte. Alles gut, kein Thema. Die brauchen wir dann irgendwann für Sachen. Ja, nochmal schauen. So. Es regnet. Juhu. So. Stahlbarren, dann brauchen wir Graphit. Alles klar. Oh, cool. Wir wollten ja nochmal einen zweiten Ofen bauen. Ich glaube, das passt jetzt aber erstmal alles so, wie es ist. Ich werde, glaube ich, die Asche, glaube ich, mal mit rübernehmen. Das. Nee, brauchen wir nicht. Das ist auch schon erkundschaftet. So. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie zufällig im. Ein Leichchen im Keller haben. Ja, Tatsache. Genau. Das ist aber so eine blöde Leiche gewesen. Dann nehmen wir die jetzt mal so ein bisschen aus. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Genau, um. Ja, bevor wir da die Zeremonie abhalten müssen. So. Jetzt hätten wir eine Viererleiche. Trotz des Ärztepfuschs. Oh, will ich eine Viererleiche? Nee, eigentlich nicht. Wir brauchen Salz und wir brauchen die Asche und sowas. Ach, das machen wir jetzt mal nicht. Ey, krass. Okay. Cool. Haben wir jetzt mal echt eine gute Leiche, also Glück gehabt mit. Es kann nämlich passieren, dass du entweder Schädel entfernst oder rote hinzuholst oder einen roten, einen weißen oder sowas. Da haben wir jetzt tatsächlich mal, ja, keine ganz so schlechte Leiche gehabt. Aber gut. So. Die lassen wir jetzt da erstmal liegen, weil wir wollen ja unsere Zeremonie noch abhalten. Oh krass, wie viel Zeit das jetzt gekostet hat. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So. Die Sachen können wir hier mit reinmachen. Das Fleisch bleibt natürlich. Wir nehmen das da wieder mit. So, dann können wir die Sache halt. Das Fleisch wollte ich doch eigentlich behalten. So, genau, dann müssen wir mal gucken. Die Innereien passen da tatsächlich nicht mehr. Aber wir könnten das so machen. Eigentlich wollten wir hier noch irgendwas bauen, ne? Ach, genau, den Alchemietisch, da fehlt uns aber die Sache hier noch. Haben wir hier? Genau, wir haben da alles gemacht. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Prius und quatschen mit dem, ob alles gut ist. Nee, das will ich nicht. Ich will es nicht. Okay, da ist jetzt nichts weiter. 67 haben wir jetzt. Okay, dann ab die Post und erzählen wir den Leuten, wie toll unsere Kirche ist. Ein ehrliches Gebet. Seht und staunet. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Oh, heute sind wieder ein paar mehr Leute da. Unsere Kirche ist klasse. Ja, toll. Super. Toll, 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 toll. Hui, das waren schon fünf. Lasst uns um diesen Segen beten. Oh. Okay, toll, toll. Eins, zwei, drei. Ja, immerhin acht. Das ist doch schon in Ordnung, ne? Und unsere Spenden sind willkommen. Ja, tolle Predigt. Ja, yeah, toll, toll. 35, ja. Wart ihr nicht letztes Mal ein bisschen Spendlava? Leute. Ach, na gut. Egal. Acht Glaube ist schon nicht wenig und auch, ja, 268, das ist in Ordnung. Okay, gut. Dann schmeißen wir das hier mal alles rein. Papier und Tinte wollte der Typ haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt reicht, was wir hier haben. Ob, halt nicht so schnell. Wo ist er denn, unser Schriftsteller? Da. 10 Papier will er haben. Natürlich will er 10 Papier haben. Warum auch nicht? Ganz klar. Madonna. Stellen wir doch einfach noch ein bisschen was hier. So. Wir brauchen eh Papier, damit wir das hier noch erforschen können. So.
Haben wir eigentlich gar nichts mehr zu essen? Nichts mehr zu futtern, ey. Yum, yum, yum. So, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Okay, da könnten wir jetzt halt tatsächlich eine Notiz machen, ne? Krass. Aus den Geschichten. Aber da fehlen uns noch Fleiß, Bühnenautor und Schriftsteller. Also tatsächlich möchte ich eigentlich erst mit den Notizen anfangen, wenn wir soweit sind. So, studieren. Hier können wir nochmal... Ja, machen wir einfach die 5, ne? Fleisch könnten wir noch. Ja, aber ich will ja eigentlich vorher mal einen Kuchen essen, ne? Weil es halt doch schon besser ist. Ein bisschen was gibt's auf jeden Fall noch zu erforschen. Ja. Gucken wir mal. Wir heben uns das jetzt auf. Wir haben ja ein paar blaue Punkte und wir wissen inzwischen ja auch, wie man blaue Punkte bekommt. Deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht so viel Stress. Die können wir mal hier lassen. Das Papier können wir natürlich hier lassen, weil wir das... Ja gut, wir könnten natürlich einfach mal dem Schriftsteller das halt geben, ne? Wäre ja mal eine Idee. So. Tja, und dann wäre der Tag auch schon wieder rum. Ja, Wahnsinn, wie schnell das geht, ne? Und es gibt so viel zu tun. So, Fleischchen, da. Okay. Das Ding ist halt, ne, diese Sandwiches, die machen ja schon, auf der anderen Seite ist es halt, das Fleisch möchte ich irgendwann halt einfach verpacken. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, wir haben keinen, haben wir hier irgendwas zu essen drinnen? Ja. Entschuldigung. So, gucken wir mal, ob wir ein paar Beerentorten herstellen können. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür den Gebäckteig brauchen oder den normalen Teig. Oder wir nehmen halt, die Beerentorte wären 35. Und das wären 3x 36. Also hier könnten wir 15 herstellen. Ne, die können wir nicht, das ist bloß einer. Na, dann machen wir bloß die 3 Wackelpuddingse. Genau. Und dann machen wir hier mal die Beerentorten. Das sind immerhin 8 Stück. Das ist in Ordnung. So, dann gehen wir jetzt gleich mal schlafen. Dum. Dum, dum. So. Jo. Okay. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wieso haben wir so viel Zeug im Gepäck? Das ist gerade so ein bisschen... Ich weiß es gar nicht mehr, warum. Was hatten wir vor? Eigentlich wollten wir hoch, ne? Oder die Blockaden und sowas lösen. Weiß ich nicht mehr. Okay, ich schmeiß das jetzt einfach raus. Ich hab's einfach... Das tut mir leid, ich hab's vergessen. Hoppala, passiert. Weiß schon, gab bessere Tage, aber naja. So, den Hanfsamen müssen wir unten. So viel dazu, dass ich das in die Kirche packen wollte. Jetzt sammeln wir doch tatsächlich die Pilzchen mal ein. Weil wir wieder... Das ist halt schon Wahnsinn, wie viel Essen man eigentlich braucht. Ne? Und wahrscheinlich muss man einfach wirklich mal ein bisschen investieren in Milch und sowas und in Eier. Und dann war hier nicht noch einfach mal irgendwo Pilze? Da, sag ich doch. Wusste doch, da war noch eine Pilze. So. Okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier. Oh ja, alles leer. Sehr schön. Ja, dann wäre ja eigentlich die Idee, zum Bauern zu gehen, wieder ein bisschen was zu verkaufen. Ja. Das machen wir, denke ich. Weil ich möchte eigentlich, also ne, Kira und ihr eigentlich. Tatsächlich möchte ich wirklich mal so ein bisschen, ja, da vorankommen beim Bauern, damit wir dann Zwiebeln, Linsen und Kürbisse ansäen können. Da hätte ich ja schon Lust drauf. Ne? So, jetzt packen wir mal hier die ganzen Samen ein, die wir da haben.
Das können wir hier lassen. Das können wir hier lassen. Ach genau, ich wollte mich mit dem Angeln mal beschäftigen. Pass mal auf, dann nehmen wir jetzt 30. Nehmen wir die 22 mal mit. Und wenn wir jetzt die Folge hier beendet haben, dann mache ich mich mal ein bisschen ans Angeln. Oh, wir könnten auch in die Katakomben mal wieder gehen. Eigentlich hatte ich gesagt, ne, so Frau Anmut ist eigentlich so ein guter Tag, weil der immer so lange braucht. Die Karotten lassen wir noch hier. Das heißt, so lange braucht? Nein, weil wir könnten jetzt natürlich den Glauben dafür nutzen, um uns mit Frau Anmut noch ein bisschen besser zu unterhalten. Das möchte ich aber jetzt nicht. Der Händlertag ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Dann ein bisschen was zu arbeiten in den Keller. So ein, zwei. Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich erstmal so ein besseres Schwert und die Rüstung haben, weil die Viecher doch relativ gut zubeißen können. Ne? Da müssen wir mal gucken. So, das. Jetzt muss ich tatsächlich mal schauen. Okay, also wir könnten zwei Rübensamen mitnehmen. Dann haben wir 16. Okay, für 4 reicht es dann. Alles klar. Na, dann können wir ja mal ein bisschen mehr machen. 16, 16. 3 Weizensamen reichen eigentlich. Nee, weißt du was? Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Es reicht tatsächlich. Also wirklich... Die 12 reichen vollkommen aus. 5 Samen, okay. Jetzt haben wir hier schon wieder ein Stück. Müssen wir mal gucken. Wobei, Brot können wir tatsächlich noch richtig gut gebrauchen. Also da wäre ich sogar bereit, ein bisschen mehr zu machen. Steigert hier ja auch wieder ein bisschen den Wert. Hier haben wir noch mal ein paar von den Pilzen. Da unten beim Schmied sind auf jeden Fall noch welche. Ach genau, wir wollten jetzt in die Taverne, um denen das Papier und die Tinte zu geben. Tatsächlich habe ich das gefühlt noch nie gemacht. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Cool, das ist ja toll. Das ist mal wieder was Neues. Voll schön. Jo, Dead Horse. Du schon wieder? Ja, sei selbstsicher. Nein, das machen wir jetzt nicht. Gib ihm die Tinte. Oh, großartig. Tinte ist das Blut der Poesie. Das klingt gut. Ich sollte es niederschreiben. Gib ihm das Papier. Gut, gut. Papier ist eine Erweiterung der Poetenseele? Nee, es gibt nichts wirklich Poetisches an Papier. Eine Geschichte. Wuhu. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt habe ich alles, was ich benötige. Ich sollte meine Ode an Frau Anmut beginnen. Aber irgendwie mangelt es mir an Inspiration. Jeder Poet kennt dieses Gefühl. Ich sollte klein anfangen, dann kommt der Rest von alleine. Wenn du willst, kann ich etwas Simples für dich verfassen. Umsonst? Ach so, ungefähr. Bring mir nur ein wenig Wein und die poetischen Säfte in Schwung zu bringen, aber bitte das gute Zeug. Vergiss nicht, dass ich ein bekannter Poet bin in gewissen Kreisen. Okay, also müssen wir jetzt auch für Wagner... Ah, genau, stimmt. Jedes Mal, wenn wir ihm Wein geben, kriegen wir eine Geschichte von ihm, eine silberne. Boah, voll gut. Das ist toll. Freue ich mich drauf. So, Ach, tatsächlich möchte ich ja eigentlich hier irgendwie auch ein bisschen weitermachen. Ne? So eine Waffe wäre natürlich, so ein Hammer wäre eigentlich schon cool. Aber auf der anderen Seite macht es schon Sinn, so ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ne? 10 Schaden. Was macht denn unser Schwert eigentlich für Schaden? 5. Das wäre halt doppelt so krass. Ne? Ach komm, ey. Dann machen wir das jetzt halt mal. Gut. Horadrik, ich, keine Ahnung. Okay, nee, mit dir kann ich tatsächlich. Aber wir brauchen nicht mehr viel, dann passt es. Ja, Traumtorte. Okay, wir müssen uns jetzt doch mal um die Trauben kümmern. Wie mir scheint. Dann müssten wir dann doch beim Händler nochmal ein paar Trauben sammeln. Samen einkaufen. Da kommt er jetzt dann bald. Okay, was brauchen wir denn, um Trauben anzupflanzen? Hier unten ist der Wein. Okay, 5, 10, 60. 60 und 60 und 40. Okay. Okay.
Wir könnten auch anfangen. Bier. Ja, dann müssten wir eigentlich wieder zu dem Bauern gehen, ne? Wir können ja aus Spaß mal schauen. Wir holen uns den Honig auf jeden Fall noch. Den dürfen wir schon mitnehmen, den Honig. Genau. So, sehr schön. Und hier oben noch den Honig. Ja, dann könnte man eigentlich auch gleich noch ein paar Äpfel, ein paar Pilze mitsammeln, ne? Pilze, 22. Ja, da könnte man tatsächlich noch mal ein bisschen was machen, ne? Dann treiben wir uns noch ein bisschen länger hier rum. Muss bloß ein bisschen schauen, dass mein Kleiner in Ruhe weiter schläft. Aber den hat es vorhin irgendwie total weggebeamt. Bisher ist es ruhig. Er atmet und er pennt. Tief und fest. Sehr schön. Ja, wir hatten gerade ein Umzugsunternehmen da und der hat nicht aufhören können zu reden. Das ist, er hat gesehen, wie der Kleine auf dem Arm eingeschlafen ist. So, hallo, können wir jetzt? Sie haben doch jetzt schon dreimal den Satz beendet. Können wir jetzt gehen? Ach ja, es ist halt so ärgerlich, ne? Wir hatten alles da. Naja, egal. Auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt hinterher nicht mit Rückenschmerzen plagen. Das dürfen dann andere machen. Huhu. So. Ja, sieht doch ganz gut aus mit den Pilzen, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, schon so einige gesammelt. Na? Mich würde interessieren, wenn das einer von euch spielt, habt ihr schon mal ausprobiert, einen Baum hier umzuhauen? Was passiert, wenn der das mitbekommt? Das würde mich ja tatsächlich mal interessieren. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie getraut, das zu tun. So, da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst und Respekt vor. Naja, jetzt gehen wir mal zurück. Ich weiß, der Händler kommt jetzt gleich. Ich würde aber tatsächlich gerne noch ein ganz kleines bisschen schlafen, bevor wir uns dann mit dem Händler treffen. Weil der braucht ja doch schon immer einen Moment, bis er dann da ist. Ich glaube nicht, dass der um die Uhrzeit schon also hier da steht und so. Ich bin eine Wache im Dunkeln. Ach, wirklich? Na, hervorragend. So, eintreten. Genau, wir nehmen die Abkürzung. Und ich hätte gern den roten Balken, der nervt mich immer voll. Der muss weg. Weg, 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 weg. Ist ja Gott sei Dank nicht ganz so weit. Total interessant, dass unter der Erde der Weg viel, viel, viel kürzer ist wie über dem Weg. Über der Erde. Aber egal. Darüber denken wir natürlich nicht intensiv nach. So, zwei Pilze hätten noch gefehlt, ne? Warte, warte. Lass mal den Tag ein kleines bisschen vergehen. Sobald die roten Zahlen aufhören, können wir eigentlich aufstehen. Ja, perfekt. Genau. So. Gut, weil ich glaube, hier hinten sind nämlich noch Pilze, oder? Nein, da sind keine Pilze mehr. Nein! Uns würden doch bloß zwei Pilze fehlen. Ach komm schon, was ist halt, was anderes kannst du mit den Pilzen nicht machen? Da, da sind Pilze. Und von daher, dann können wir aber die auch noch mitnehmen, weil das sind dann vier und dann passt es auch wieder. Cool. So, genau, schmeißen wir die Pilze jetzt mal in den Ofen und dann, ja. Möchte ich eigentlich nochmal ganz schnell schauen. Wieso 75? Achso, ach Gott, ich bin doof, ne? Ja gut, egal. Tatsächlich war das jetzt ein Denkfehler. Wir hätten ja, es sind immer 5 Pilze. Ich möchte gerne gucken. Ich werde das Schwert und sowas wahrscheinlich hier, genau. Okay, wir brauchen 2 Hanfseile, alles klar. Die können wir, glaube ich, schon bekommen. Da müssen wir in der Kirche dann das machen. Und dann ist die Frage, wo stellen wir unsere Rüstung her? Hier. Oh. Okay, gut, dass wir halt gerade einfach Haut in Papier um. Ich weiß gar nicht, wie viel, ob wir noch was haben.
Müssen wir gucken. Weiß ich nicht. So. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sind damit erstmal am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ja, hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, gerne auch einen Kommi, wenn ihr möchtet. Und dann, ja, gehe ich jetzt ins Häuschen, speichere noch schnell ab. Das kann man ja mal ganz gut machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Okay, alles klar. Ciao, ciao.